Blut, weiße Haare, ein gestählter Körper. Ja, so stellen wir uns The Witcher vor. Also mit Blut meine ich viel Blut. Er hackt, 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 hackt. Ich bin gerade hier tatsächlich in Warschau, befinde mich hier in so einem kleinen Zimmerchen, in dem wir The Witcher aufnehmen dürfen. Zum ersten Mal, wir sind hier ganz viele YouTuber und wir dürfen zum ersten Mal tatsächlich das Spiel grabben und dabei einfach so ein bisschen was zeigen. Deswegen nehme ich mir jetzt einfach eine halbe Stunde Zeit für euch und wir spielen das jetzt. Ich habe den Prolog einfach schon mal übersprungen, aus verschiedenen Gründen. Einmal möchte ich euch nicht spoilern, das ist wirklich ganz wichtig. Ich kenne es ja selbst. Ich möchte einfach das Spiel selber erleben. Und zweitens, dieses Spiel ist ja so riesig. Zumindest heißt es ja auch in den ganzen Pressemitteilungen. 100 Stunden Spielzeit, also 50 Stunden die Hauptquest. Die restliche Hälfte sind dann halt die ganzen Nebenquests. Und die Welt ist ja auch immens riesig. Doppelt so groß wie Witcher 1 und Witcher 2 zusammen. Das heißt, ich werde euch jetzt einfach entführen in die Welt der Nebenquests. Und euch ein bisschen ja, da halt so rumzeigen. Und ihr könnt da mit mir eben Weißgarten erleben. Das ist wirklich relativ Anfang vom Spiel. Ich glaube, ich habe circa so wahrscheinlich so eine Stunde, zwei Stunden oder so gespielt. Es ist noch nicht viel passiert. Ich meine, man weiß ja, man ist auf der Suche nach Yennefer und auf der Suche nach Ciri sozusagen. Und ich werde mich jetzt hier einfach mal reinstürzen. So, ihr seht hier schon die Weltkarte. Die ist riesig. Das hier sind so die Gebiete und da drin ist nochmal ein riesiger Bereich, wie ihr hier seht. Da geht es mal hoch, 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 hoch. Und ich habe noch nicht viel entdeckt, so diese ganzen Wegpunkte hier, da können wir auch nämlich schnell reisen, sind die, die ich freigeschaltet habe. Und ich bin gerade hier in einer kleinen Stadt, wo ich auch gerade meine Rüstung repariert habe. Und da gibt es nämlich viele Nebenquests und da suchen wir uns jetzt einfach mal gemeinsam eine aus, würde ich sagen. So, los geht's. Weltkarte, Weltkarte. Da ist er ja, der Ach ja, noch was. Weißt du, ich meine, nachdem wir uns ja eh nicht wirklich so um die Hauptquest kümmern, kümmert uns ja auch das Outfit auch nicht so wirklich. Da ist tatsächlich jetzt Fabian Döhler schuld, was ich jetzt mache. Und zwar werde ich jetzt, so, wo kommen wir da rein? Inventar, Ausrüstung, da sind wir ja schon. Werde ich jetzt mit Geralt spielen. Und zwar nackt. Fast nackt. Okay, es ist nicht ganz nackt. Es geht nämlich nur hier bis zur Unterbumperl. Ist aber auch was wert, würde ich sagen. Und so kann er sich auch ein Hexer sehen lassen. Ja? Was soll der ganze Scheiß mit Rüstungen und so? Ich verliere halt immens an Rüstungspunkte. Aber damit schaffe ich auch noch diese ganz. Zack, zack, zack. 34 Punkte. So werde ich aufsteigen. Ich werde einfach die ganze Zeit Gänse töten. Warte mal, da hinten gab es, glaube ich, auch eine Kuh. Das ist übrigens mein getreues Reitpferd. Plötze. Ah, nee, das ist er gar nicht. Ah, doch, oder? Plötze heißt es nämlich. So, die Kuh habe ich nämlich schon umgebracht. Aus Testgründen, um das euch zu zeigen. Achso, hier kann ich einsammeln. Moment. Kuhmilch finde ich gut. Rohes Fleisch ist auch gut. So. Fleisch! Ja, ihr seht, ich bin der mieseste Hexer aller Zeiten. Aber dafür darf ich ja auch ein bisschen Quatsch machen. So, aber ich kann einfach nicht dran vorbei und muss mir hier immer die ganze Zeit die ganzen Blätter einsammeln. Es tut mir leid. Das bringt euch jetzt zwar nichts, aber ihr müsst mit mir mitleiden. So, sammeln, 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 sammeln. Ich bin übrigens Stufe 3, falls euch das interessiert, also wirklich nicht weit. So, wo war jetzt das Questboard? Da ist der Schmied. Da ist das Questboard. Oh, es geht hier ab. Hallo? Die schlafen alle. So, rein. Oh, das wollte ich hier jetzt nicht. Oh, jetzt habe ich die zwei Schwerter. So, jetzt halt. Hallo. Na, wie sieht's denn bei euch aus? Okay, der Junge. So ein Mist. Er kann nicht pfeifen. Okay. Was muss ich machen, damit ich auch so ein Schwert kriege? Erwachsen werden. So ein Mist. Was muss ich machen, damit ich auch so ein Schwert kriege? Pfeifen. Ja, das kann ich nicht. Ich mache mir eine Schleuder und jag Bären damit. Schläft die etwa mit offenen Augen? Tatsächlich. Ja, weil die alle Schiss haben. Oder weil sie einfach. Ich mache ihr mal das Licht aus. Vielleicht hat sie dann die Augen zu. Nope. Egal. Der Junge bleibt wach. Der Bauer schläft auch. Was ist da? Schnurren. Jetzt kann ich die echt beklauen. So, ich mach's hier mal dunkel. Das hält ja keiner aus. Was haben wir denn? Fast 3 Uhr nachts. Okay, ab zum Questboard. Ab zum Questboard. Quest, 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 Quest. So. Zusatzration. Hiermit gibt
die kaiserliche Garnison bekannt, dass die Armen des Dorfes wöchentliche Essensrationen entgegennehmen dürfen. Das ist aber nett. Diese Rationen werden nur an Empfänger abgegeben, die ihre Bedürftigkeit nachweisen können. Okay. Betrüger werden im vollen Umfang des Gesetzes als gewöhnliche Diebe bestraft. Das ist aber keine Quest. Freiwillige gesucht. Auf Befehl von Kommandant Peter Bla sei hiermit kundgetan, dass die kaiserliche Armee ab sofort Anwerbungen entgegnet. Ich will aber nicht zum Kaiser. Rekruten erhalten Verpflegung, Unterkunft. Oh, Geld. Ehre. Nee, ist nicht so meins. Was ist hiermit? Die neue Ordnung. Am Donnerstag sind alle Bauern eingeladen, um zum Thema der Gesetzgebung sprechen zu hören, welche auf Befehl unserer allergnädigsten Herrschers M. war im Reis, alsbald in diese Gegend Gültigkeit haben wird. Okay, kaiserliches Edikt Nummer 18 von 44, whatever. So, habe ich jetzt 1 Million Aufträge entgegengenommen. Jetzt suchen wir uns mal eine aus. So, nee, das wollte ich nicht. Hier, Quests. So, die Hauptquests, seht ihr, den ignorieren wir jetzt einfach mal. So, kostbare Fracht. Setze deine Hexe in einem Haus finden, wo der Wagen von der Straße abgekommen ist. Ah ja, da haben wir nämlich vorher einen Kollegen gefunden, den wir vorher gerettet haben. Und der vermisst immer noch seinen Wagen. So. Es ist 3 Uhr nachts. Die Welt ist übrigens super schön am Tag. Das werdet ihr aber noch sehen, keine Angst. So, ist auch ein bisschen gut für die Ausdauer. Ist ein bisschen joggen. Nein? Nachts. Why not? So. Ah, ich kann. Ah, Pflanzen. Ja, doch. Eine nehme ich noch mit. So, hier. Pusteblume. So. Denn wir können natürlich auch wieder Alchemietränke herstellen. Das zeige ich euch mal kurz. Aber ich habe natürlich keine Zutaten. Flasche. Hack! Okay, weiter. Oh, es Oh, noch. Hey, jemand zu Hause? Ah, oh, das ist echt verführerisch. Die ganzen Quests. Schlüssel verloren, meine Liebe? Nein, nicht den Schlüssel. Meine Pfanne. Die Hütte steht leer. Stand sie jedenfalls bis zum Abend vor der Schlacht. Dann lief ein Mann da rein, der tat, als gehöre ihm alles. Stand später an meinem Fenster und lugte hinein. Muss mich gesehen haben, denn als nächstes kam er direkt auf mich zu. Ja. Da schnappte ich meine Pfanne zum Schutz. Aber er sagte nur höflich, meine Liebe, hättest du wohl etwas Birkenrinde oder Blaubeeren, vielleicht auch ein paar Kohlen? Und Geld? Ich sagte, nein. Und du bist ja verrückt, dass du die Leute nachts um solchen Schnickschnack bittest. Aber ich sah, dass er gar nicht zuhörte. Er starrte auf die Pfanne wie eine Elster auf den Kopper. The fuck? Leih sie mir, Mütterchen. Ich geb sie dir morgen wieder. Da hab ich gestaunt. Was will er denn nachts braten? Aber ich hab ein gutes Herz. Da hab ich sie ihm gegeben. Und jetzt wirst du sie wieder zurückhaben? Warum ist die eigentlich so nah gekommen? Ich will nicht hören, was sie sagt. Oder will ich doch? Okay, die Pfanne ist weitaus wichtiger als dieser verschollene Wagen. Interessant. Und was geschah dann? Vor Tagesanbruch kam noch ein anderer angeritten. Aber morgens brach nur der erste Mann auf, verschloss die Tür, sprang auf sein Pferd und ich habe weder ihn noch meine Pfanne wiedergesehen. Sie war alt und verrußt und nicht viel wert, schätze ich. Aber eine andere habe ich nicht. Nein. Willst du mir nicht helfen, Jungchen? Einer alten Witwe die Pfanne zurückbringen? Ich kriege diese Tür nicht aufgebrochen. Und ich habe auch Angst. Es stinkt so schlimm. Ich glaube, der andere Kerl, der liegt da noch drin. Okay, entweder diese alte Lady ist sie ganz gewieft und hat echt einen super Schatten und der gehört das alles gar nicht. Das ist gar nicht ihr Haus. Die will einfach nur einbrechen und ausrauben. Oder es ist wirklich tatsächlich die tragischste Geschichte, die ich jemals gehört habe. Diese Pfanne
Ich würde sagen, wir helfen ihr, holen diese Pfanne und dann haben wir, glaube ich, die beste Nebenquest von The Witcher 3 ergattert. Ihr mein seid dabei. Erster Pfannenauftrag. Yay! Gut, ich gehe mal rein und sehe mich um. Geralt ist super begeistert. Nur für den Fall. Eine blitzblanke Bratpfanne. Okay, Quest folgen. Okay, dann machen wir das mal. So, wir trauen uns rein. Es stinkt. Da drin ist wohl ein Typ. Oder wie? Was müssen wir jetzt machen? Brich in die verschlossene Hütte ein. Gucken wir mal außen rum, ob da... Was ist hier? Alchemistische Paste. Kann man hier irgendwie von der Seite aus? Von hinten? Von oben? Yeah, sliden! Hütten sliden! Das hat noch nie einer gemacht. Neue Sportart in The Witcher. Slide! Puh. Trend noch gleich mal. 2015, Baby! Und während wir gesprochen haben, ist sogar die Sonne aufgegangen. Ist das nicht schön? Ein Reh im Hintergrund. Ein Mann. Halbnackt im Wasser. Aufgehende Sonne. Die Wellen schlagen an bis zum Knöchel. Mhm. Ja, das wird das Spiel des Jahres. 2015. So, dann nehmen wir mal kurz ein Schwert und brechen ein. Erstmal klauen wir standesgemäß alles. Selbstverständlich. So, hier liegt keiner. Eine Leiche. Das erklärt den Gestank. So. Okay, wir haben aber immer noch nicht die Bratpfanne, ja? Scheiß auf den toten Leichnam. Ah, die unbezahlbare Bratpfanne. Ach, echt? Hm, sauber geschrubbt. Der geheimnisvolle Mann hat wohl weniger die Pfanne gebraucht, als vielmehr den Ruß zum Tinte machen und Briefe schreiben. Ich dachte... Wie bitte, mein Lieber? Nichts, nichts. Hier ein bisschen Licht. Because I can. Ich dachte, die Pfannenmission wird das endlang. Schwierige Folgequests. So, was habe ich hier? Bringt Schemas zu Handwerker mit entsprechenden Fertigkeiten. Alright. Und das war's schon. Trotzdem, es ist und bleibt die beste Quest aller Zeit. Hier, Pfanne. Deine Bratpfanne. Meine? Aber die war völlig verrußt. In dieser hier könnte ich mich spiegeln, wenn ich wollte. Aber die Zeiten sind lang vorbei. Oh, der Mann hat den Ruß gebraucht. Er hat ihn abgeschabt, um Tinte daraus zu machen. Und der andere Mann? Er ist tot. Ruf ein paar Jungs und begrabt ihn beim Dorf. Aber tief, damit die Leichenfresser ihn auch nicht ausgraben. Ich rate euch gut, sagt den Schwarzen nichts von der Sache. Warte mal, du hast dir ein Zeichen meiner Dankbarkeit verdient. Eine Pfanne! Hier, Söhnchen, für die Reise. Zwei Pfannen! Was ist das? Ich brate mir einen Weißfisch zum Essen. Heroisch! 10 Erfahrungspunkte. Hallo? Das war wohl eine der wichtigsten Quests aller Zeiten. So, okay, wir haben uns jetzt diese Pfanne gegönnt. Jetzt müssen wir uns eine neue Nebenquest aussuchen. So, wir können immer noch die kostbare Fracht machen. Machen wir doch einfach mal das. Was haben wir überhaupt bekommen? Inventar. Ausrüstung, Nützliches. Fleisch. So, das könnten wir eigentlich mal kurz essen. Ach, wir sind ja schon voller Gesundheit. Ist es nicht schön? Habe ich euch zu viel versprochen? Schaut euch das doch an. Ist es nicht wunderschön? Fantastisch. Boah, geil. So. Und die Rehe und ein Wolf. Oh Lord. Und das ist Stufe 5? Nein, der nicht kicken. Hol dir ein Schwert raus, verdammt! Schwert, Schwert, Schwert! Das brauchen wir nicht, wir machen das einfach mit purer Gewalt. Was für ein Scheiß. Wir boxen uns durchs Spiel. Oh, da hinten sind aber noch mehrere. Da hole ich mal lieber zur Sicherheit mein Schwert aus, falls sie kommen. Oh, 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 oh. Rennen sie auf mich zu? Nee. So, auf ins schöne Bild, da Lissa-Frucht,
Wow. Oh, oh. Welche Stufe? Okay. Passt. Alles gut, alles gut. Okay, okay, wir essen einfach mal ein gegrilltes Hühnerbein. Dann geht's uns nämlich gleich besser. So, jetzt sind wir da. Hier muss irgendwo eine Schachtel rumliegen, die der Händler vorhin verloren hat. Und wir können mit unserer Hexenvision... Oh, das war nicht die Hexenvision. Hier ist die Hexenvision. Angriffspunkte finden. Okay, aufnehmen. Wagenspuren. Sie führen in den Sumpf. Okay. Jetzt gehen wir nackt in den Sumpf. Ich möchte nochmal betonen, nackt in den Sumpf. Es kann uns nichts passieren. Oh, da sind Bienen, da müssen wir aufpassen, nicht hingehen. Hier nochmal unsere... Da ist der Wagen. Okay. Und jetzt? Der Wagen ist mit Pfeilen gespickt. Interessant. Yes. Ich sollte mich umsehen. Boah, hier sind diese Sumpfgestalten. Der Wagen ist mit Pfeilen gespickt. Dunkeleisenerz. Okay. Wollen wir mal aufpassen hier. So, was haben wir hier? Hier ist irgendwas. Nee. Wein. Bärenfett. Ein Pfeil. Den hat er nicht erwähnt. Mhm, hat er uns etwa angelogen. So. Wolfsband. Ja, gib mir halt alles. Fuck it. Die sind ja süß. Was bist du denn? Direkt ins Genick. Guter Schuss. Yes. Entweder hat der Kaufmann ein miserables Gedächtnis oder er lügt. Hm. Der Kaufmann, also ihr habt ihn noch nicht zu Gesicht bekommen, sieht eigentlich relativ unschuldig aus. Ertrunkener. Oh, oh, haben wir jetzt jemand anderen angelockt? Ja, okay. Das muss die Schachtel sein, die er erwähnt hat. Mit Blut bespritzt. Wir haben sie. Blut. Jawohl. Party Quest abgeschlossen. Jetzt aber. Okay, zurück. Und dann schauen wir mal, was der gute Kaufmann uns so zu berichten hat. Und vielleicht kann ich dann endlich wieder auf Plötzl reiten. So, noch ein Steak für zwischendurch auf dem Weg. Hallo! Au, im Feuer. Nein, ich brenne! Ich brenne! Ich brenne! Jetzt. Oh, und? Hast du die Schachtel? Kann so ein Mann lügen? Ich hab dich durchschaut. So, natürlich hab ich ihn durchschaut. Ja, ich habe deine kostbare Schachtel gefunden. Und dazu jemanden, der verdächtig nach einem Kutscher aussieht. Mhm. Mit einem Pfeil im Hals. Mhm. In diesem Sumpf gibt es keine Dryaden. Und Ertrunkene und Wasserweiber verschießen keine Pfeile. Und wer war es dann? Da es keine weiteren Verdächtigen gibt, schätze ich also... Vorsicht! Hinter dir! Was für ein schlechter Trick. Guck nicht hinter dir. Guck nicht... Hinter mir ist Sehr nichts. Gut. Ich bin ein Hexer. Ich hätte es gehört. Wie ich dein Herz höre, das klopft. Wie das eines Lügners. Du solltest hoffen, dass du besser reitest, als du lügst. Wie gut. Vorsicht! Hinter dir! So, wir müssen jetzt hinterherlaufen. Oder nicht? Oder das war's? Das Spiel ist vorbei. Yeah, wir haben es geschafft! 100 Stunden Spielzeit. Der ist tatsächlich einfach nur weg. Komm schon, Plätze. Wir stellen den Kaufmann. So, das ist das Coole. Hier kannst du nämlich beim Reiten einfach nur A gedrückt halten. The fuck? Ja, schreien sie alle, weil ich nackt bin. Also meine so geile Haut nicht ertragen. Stufe 1 muss ich jetzt echt töten, okay. Das war easy. Hallo. Wie gut das aussieht. Ah, das sieht nicht so gut aus. Ich muss ihn hier wegbringen. Aber man muss fairerweise sagen, bei Spielen dieser Größenart. Kannst du nicht davonlaufen, nicht mal davon reiten. Also, wer bist du? Und warum hast du den Wagen angegriffen? Obergefreiter Hans Germer, 6. Temerische Division, 2. Regiment. Entlassen.
aber noch aktiv, im Untergrund, in den Wäldern. Das war ein Medikamententransport. Ich will verdammt sein, wenn er die Schwarzen erreicht. Das Medikament, unsere Jungs können das auch gebrauchen. Wir haben viele Kranke. Jetzt lass mich gehen. Dann überleben sie vielleicht und können für einen freien Norden kämpfen. Ist das schon wieder eine Lüge? Nee, wir begleiten ihn einfach. Dann finden wir es heraus. Ich bring dich zu den Nilfgaardern. Du bist ein Mörder, kein Soldat. Und du bist ein Verräter. Da draußen trägt ein Galgen deinen Namen. Woher soll ich das wissen? Du kannst mich genauso gut anlügen. Hey Soldat, wartest du vielleicht auf einen verspäteten Transport? Wie? Ja, Korporal Finnett ist zum Hauptquartier aufgebrochen, Medizin holen. Er ist noch nicht zurück. Dabei hätte er seit Tagen hier sein sollen. Hier in der Schachtel ist die Medizin. Und dieser Wunderknabe hier ist Lügner, Dieb und Mörder eures Korporals in einem. Fick dich doch! Das sagt er nur, weil ich nackt bin. Peter wird sich um ihn kümmern. Und dir, Nordling, gebührt unser Dank. Das Medikament rettet unsere Männer nicht, aber es macht das Sterben erträglich. Oh, es rettet sie gar nicht? Kann man die irgendwie retten? Eure Soldaten sind krank? Was haben sie? Weiß ich nicht. Ich frage auch nicht. Wer das tut, landet üblicherweise direkt an der Front. Tolle Einstellung. Okay, kriege ich eine Belohnung? Ich habe eigentlich mit einem greifbaren Zeichen der Dankbarkeit gerechnet. Golden und klingend, um genau zu sein. Cha-ching, meine Ladies. Ich dachte, du hättest aus Überzeugung gehandelt, nicht aus Gier. Ja, klar. Aber wenn das nicht stimmt, hier, dann kannst du berichten, dass Nilfgaard großzügig zu denen ist, die ihm freiwillig dienen. Also ganz ehrlich, auch wenn seine Intention vielleicht nobel war, jemand anderen dafür umzubringen, der gehört leider echt ins Gefängnis. Aber ich hätte auch gedacht, dass die Medizin die Soldaten rettet. Fuck! Boah! So, ich brauche erstmal wieder rohes Fleisch. Was geht hier ab? Ach, hier ist ein Wegpunkt. Den tue ich einfach mal kurz erobern. Eine gardische Garnison. Waffenschmied. Okay. Hier ist übrigens mein Pferd. Plötze! So, jetzt gehen wir mal dahin. Erleben, das ist wirklich relativ Anfang vom Spiel. Ich glaube, ich habe circa so, wahrscheinlich so eine Stunde, zwei Stunden oder so gespielt. Es ist noch nicht viel passiert. Ich meine, man weiß ja, man ist auf der Suche nach Yennefer und auf der Suche nach Ciri sozusagen. Und ich werde mich jetzt hier einfach mal reinstürzen. So, ihr seht hier schon die Weltkarte. Die ist riesig. Das hier sind so die Gebiete und da drin ist nochmal ein riesiger Bereich, wie ihr hier seht. Da geht es hoch, 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 hoch. Und ich habe noch nicht viel entdeckt, so diese ganzen Wegpunkte hier. Spoilern, das ist wirklich ganz wichtig. Ich kenne es ja selbst. Ich möchte einfach das Spiel selber erleben. Und zweitens, dieses Spiel ist ja so riesig. Zumindest heißt es ja auch in den ganzen Pressemitteilungen. 100 Stunden Spielzeit, also 50 Stunden die Hauptquest. Die restliche Hälfte sind dann halt die ganzen Nebenquests. Und die Welt ist ja auch immens riesig. Doppelt so groß wie Witcher 1 und Witcher 2 zusammen. Das heißt, ich werde euch jetzt einfach entführen in die Welt der Nebenquests und euch ein bisschen, ja, da halt so rumzeigen und ihr könnt da mit mir eben Weißgarn, auch nämlich schnell reisen, sind die freigeschaltet habe und ich bin gerade hier in einer kleinen Stadt, wo ich auch gerade meine Rüstung repariert habe und da gibt es nämlich viele Nebenquests und da suchen wir uns jetzt einfach mal gemeinsam eine aus, würde ich sagen. So, los geht's. Weltkarte, Weltkarte. Da ist er ja, der Ach ja, noch was. Weißt du, ich meine, nachdem wir uns ja eh nicht wirklich so um die Hauptquest kümmern, kümmert uns ja auch das Outfit auch nicht so wirklich. Da ist tatsächlich jetzt Fabian Döhler schuld, was ich jetzt mache. Und zwar werde ich jetzt, so, wo kommen wir da rein? In Blut, weiße Haare, ein gestählter Körper. Ja, so stellen wir uns The Witcher vor. Also mit Blut meine ich viel Blut. Er hackt, 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 hackt. Ich bin gerade hier tatsächlich in Warschau, befinde mich hier in so einem kleinen Zimmerchen, in dem wir The Witcher aufnehmen dürfen. Zum ersten Mal, wir sind hier ganz viele YouTuber und wir dürfen zum ersten Mal tatsächlich das Spiel grabben und dabei einfach so ein bisschen was zeigen. Deswegen nehme ich mir jetzt einfach eine halbe Stunde Zeit für euch und wir spielen das jetzt. Ich habe den Prolog einfach schon mal übersprungen, aus verschiedenen Gründen. Einmal möchte ich euch nicht mental Ausrüstung, da sind wir ja schon. Werde ich jetzt mit Geralt spielen.
Und zwar nackt. Fast nackt. Okay, es ist nicht ganz nackt. Es geht nämlich nur hier bis zur Unterbumperl. Ist aber auch was wert, würde ich sagen. Und so kann er sich auch ein Hexer sehen lassen. Ja? Was soll der ganze Scheiß mit Rüstung und so? Ich verliere halt immens an Rüstungspunkte. Aber damit schaffe ich auch noch diese ganz